Dieser Mann ist kein Fälscher, sondern er träumt seit 20 Jahren davon, dem Maler Paul Cézanne in seiner Heimatstadt Aix-en-Provence eine Ausstellung zu widmen. Nun ist es endlich soweit. Das von ihm geleitete Musée Granet würdigt Cézanne aus Anlass seines 100. Todestages mit einer Ausstellung, die zunächst in den USA gezeigt wird. Bevor die Bilder aus Washington eintreffen, legt er anhand von selbst angefertigten Reproduktionen ihre spätere Anordnung fest. Das sind alles Pastelle. Natürlich könnte man auch Farbkopien verwenden. Aber die Pastellmalerei macht Freude und ermöglicht eine intensivere Beschäftigung mit Cézannes Werken. Es handelt sich um Reproduktionen im Maßstab 1:1. Ich habe sie auf Karton montiert, damit die Abmessungen genau mit denen der Originale übereinstimmen. So erhält man bereits vorab einen Eindruck von der Wirkung eines Bildes. Diese Männer sind Spezialisten für den Transport von Kunstwerken. Da die Mitarbeiter des Musée d'Orsay die Bilder nicht berühren dürfen, müssen sie dafür immer Fachleute zu Hilfe rufen. Merci. Diese Frauen werden die zwei Kartenspieler untersuchen. Sie müssen ein Zustandsprotokoll für den Mitarbeiter des Musée d'Orsay erstellen, der das Bild auf seiner Reise von Paris nach Washington begleitet. Dabei darf der Mitarbeiter das Gemälde keine Sekunde aus den Augen lassen. Außer während des Fluges, wenn es sich im Frachtraum der Maschine befindet. Der Knabe mit roter Weste befindet sich bereits im Besitz der National Gallery of Art von Washington. Er ist eine Schenkung von Paul Mellon und seiner Frau. Der Sohn eines reichen Pittsburgher Industriellen hatte das Bild 1958 im Londoner Auktionshaus Sotheby's ersteigert. Dies ist der Mann, der das Bild für die Summe von 220.000 Pfund Sterling verkaufte. Die Auktion machte Cézanne zum bis dahin weltweit teuersten modernen Maler. Dieses Bild wird nicht Teil der französisch-amerikanischen Ausstellung zum 100. Todestag des Malers sein. Da die Ausstellung den Titel Cézanne in der Provence trägt und der Knabe mit roter Weste in Paris gemalt wurde, haben sich die Ausstellungsleiter stattdessen für die beiden Bauern entschieden, die im Chasse du Buffon, dem Haus von Cézannes Vater unweit von Aix-en-Provence, Karten spielen. Man merkt, dass dich diese Ausstellung sehr berührt. Es ist bewegend, die zwei Kartenspieler endlich hier zu haben. Ein ganz erstaunliches Gemälde. Glaubst du, sie haben Wein getrunken oder Karten gespielt? Karten gespielt wohl nicht, aber ein Glas Wein getrunken sicherlich. Das Bild ist von großer Menschlichkeit. Aber wenn er malte, trank er nicht mit ihnen, sondern konzentrierte sich voll auf seine Arbeit. Schau dir mal diese Studie hier an. Ja, die hatte ich ganz vergessen. Sie stammt aus unseren Beständen, aus der Sammlung Alliman. Sie steht nicht im Katalog, aber ich dachte, wir könnten sie gleich daneben hängen. Eine sehr gute Idee. Es ist eine Studie nach der Natur. Wahrscheinlich von diesem Mann hier, links, mit der Pfeife. Doch um all diese Gemälde aus aller Welt kommen zu lassen und dem Publikum das Genie des Malers vor Augen zu führen, um die Museen und Sammler zu beruhigen, deren sogenannte freundliche Leihgabe die Bilder sind, und sie gegen das Risiko eines Verlusts unschätzbarer Werte abzusichern, war die finanzielle Unterstützung von Sponsoren erforderlich. Sie sind stolz und glücklich, den Namen ihres Unternehmens mit dem des provenzalischen Malers verbinden zu können. Paul Cézanne war ein Künstler, der sich ganz seiner Kunst verschrieben hatte.
Zusammen widersetzte sich den Wünschen seines Vaters, der ein Jurastudium für ihn vorgesehen hatte. Denn er wollte nur eines, malen. Er wurde fast sein ganzes Leben lang missverstanden, häufig geschmäht und fand allgemein wenig Anerkennung. Doch er gab seine Leidenschaft nie auf. Und so ist die Welt heute, dank Cézanne, ein weitaus interessanterer und schönerer Ort. Während sich Cézanne in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts auf dem Höhepunkt seiner konstruktiven Phase befand, machte sich einige hundert Kilometer nordöstlich von Aix-en-Provence ein anderer Pionier namens Carl Benz einen Namen. Die Schönheit von Cézannes Farbenpalette spricht jeden von uns an. Ob wir nun einen Mercedes, einen Jeep, einen Dodge, einen Chrysler oder einen anderen, weniger inspirierenden Wagen fahren. Es ist mir daher eine Ehre, heute Abend als Vertreter der engagierten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Daimler Chrysler hier zu sein, um diese wundervolle Ausstellung zu unterstützen. Zu seinen Lebzeiten wurde der Maler aus Aix-en-Provence also lange Zeit missverstanden, verspottet und verkannt. Cézanne brauchte viele Jahre, sogar Jahrzehnte, um bekannt zu werden. Seine erste eigene Ausstellung hatte er im Alter von 56 Jahren. Und eine gewisse Anerkennung fand er erst in seinem letzten Lebensabschnitt. Damals begann man, Künstler wie Van Gogh und Gauguin als Heilige anzusehen. Die Maler avancierten so zu Märtyrern und Helden der modernen Kunst. Doch Cézanne hat sich nie ein Ohr abgeschnitten und ist auch nicht auf die Marquesas-Inseln ausgewandert. Er war nur ein einziges Mal in der Schweiz. Wie kam es also, dass seine Werke nach langen Jahren der Ablehnung schließlich doch eine gewisse Beachtung fanden, später bei immer mehr Sammlern begehrt waren und heute von allen gefeiert werden, Automobilherstellern inklusive? Warum klingt der Name des Malers, zu dessen Lieblingsthemen das Gebirgsmassiv Sainte-Victoire gehörte, 100 Jahre nach seinem Tod wie der eines Heiligen? Das Wort Legende bedeutete ursprünglich Lebensgeschichte eines Heiligen. Wie also ist Cézanne zu der Legende geworden, die mit dieser Ausstellung gefeiert werden soll? Dieser Mann heißt Cézanne. Philippe Cézanne und ist der Urenkel des Malers Paul Cézanne. Hinter ihm hängt die Reproduktion eines Werkes seines Urgroßvaters. Dieses Gemälde gehört jedoch nicht Philippe Cézanne, sondern dem Musée d'Orsay, das es dem Musée Granet in Aix-en-Provence anvertraut hat. Das Original des Stilllebens wurde für die Ausstellung zum 100. Todestag nach Washington geschickt. Dort hängt es neben einem anderen Bild, auf dem Cézanne eben dieses Stillleben hinter seinem im Sessel sitzenden Vater eingesetzt hat. Hier meinem Urgroßvater Louis Auguste, dem Vater des Malers, gegenüberzustehen, ist für mich eine sehr bewegende und angesichts seiner stattlichen Gestalt auf diesem großen Gemälde auch sehr beeindruckende Erfahrung. Louis Auguste war ein autoritärer Familienvater par excellence und ist auch hier eine imposante Erscheinung.
Gleichzeitig habe ich jedoch den Eindruck, dass er seinem Sohn nicht ungern Modell gesessen hat. Er wirkt jedenfalls ziemlich wohlwollend und sitzt bequem und überhaupt nicht angespannt. Der Maler hat sich zudem ein Augenzwinkern an die Adresse seines Freundes Emile Zola erlaubt. Louis Auguste liest hier die Tageszeitung L'Evénement, die er wegen ihrer liberalen Ideen verabscheute und für die Zola damals regelmäßig schrieb. Man nimmt an, dass es um eine Artikelreihe von Zola geht, die L'Evénement 1866 druckte und in der er die später als Impressionisten bezeichneten Maler verteidigte. Merkwürdigerweise wird Cézanne jedoch in keinem dieser Artikel erwähnt. Es heißt oft, Cézannes Vater habe aus der Presse erfahren, dass sein Sohn ein großer Maler war. Doch Cézanne machte überhaupt nicht von sich reden. Er zeigt seinen Vater paradoxerweise beim Lesen einer Zeitung, in der über ihn Cézanne überhaupt nicht stand. Mit diesem Bild bekennt Cézanne seinem Vater, dass er gescheitert ist. Meine liebe Mutter, ich werde die angekündigte Kiste mit Freuden entgegennehmen. Seit ungefähr 1,5 Monaten ist Pissarro nicht mehr in Paris. Er hält sich in der Bretagne auf. Doch ich weiß, dass er eine gute Meinung von mir hat, die ich selbst mit ihm teile. Ich beginne mich den anderen um mich herum überlegen zu fühlen. Und sie wissen wohl, dass ich erst nach reiflicher Überlegung zu dieser guten Meinung über mich gekommen bin. Zurzeit verkaufen sich Bilder sehr schlecht. Die Spießbürger trennen sich nur ungern von ihren Sous. Doch das wird aufhören. Ich denke, er versucht sich hier selbst zu trösten. Doch er muss sich auch gegenüber seiner Familie rechtfertigen, die natürlich von der Ausstellung gehört hat. Sein Vater las jeden Tag die Zeitung, üblicherweise Le Temps, in der auch Berichte über die Pariser Ausstellungen erschienen. Diese beiden Männer sitzen nicht beim Kartenspiel. Der Leiter der französischen Ausstellung und sein Stellvertreter betrachten Reproduktionen der auszustellenden Bilder und diskutieren über die Entwicklung von Cézannes Werk und wie es aufgenommen wurde. Cézanne findet zwar eine gewisse Anerkennung und kann mit dem Verkauf des Haus des Gehängten an den Grafen Doriat zum ersten und für lange Zeit letzten Mal ein Bild veräußern. Gleichzeitig wird er aber von der Kritik verrissen wie kein anderer Maler vor ihm. Cézanne fiel es 1874 und insbesondere 1877 sehr schwer, die Zurückweisung seiner Werke zu verwinden. Natürlich war er zuvor schon von der Jury des Salon abgelehnt worden. Dieses Schicksal teilte er mit allen Impressionisten und ihren Vorläufern. Ab 1877 spürt man jedoch, dass er auch von den Impressionisten, die allmählich anerkannt werden, Monet, Renoir, als Außenseiter angesehen wird. Pissarro sagt über ihn, wenn Sie einen etwas seltsamen Sonderling dieser jungen Malergeneration kennenlernen wollen, besuchen Sie Cézanne. Das ist bemerkenswert. Er stellt Cézanne als einen Außenseiter dar. Ja, er gilt als der schlimmste aller Impressionisten. Wenn bereits der Impressionismus Entrüstung hervorruft, ist klar, dass Cézanne mit seiner Radikalität und seiner sehr schlichten Art zu malen erst recht schockiert. In seinen Bildern gibt es weder ein Flimmern, noch geht es ihm darum, den Augenblick einzufangen. Cézanne ist von Anfang an kein echter Impressionist, das spürt man. Seine Pinselführung vermittelt einen Eindruck von Dauerhaftigkeit, der bei den Impressionisten fehlt. Cézannes Werke stehen schon in den Jahren ab 1874 zwar nicht unbedingt im Widerspruch zur impressionistischen Logik, entsprechen ihr aber auch nicht. Neben dieser Kluft zwischen Cézanne und den Impressionisten wird ihm aber auch eine Art unfreiwillige Anerkennung zuteil, so als wäre Cézanne noch künstlerischer als die anderen Künstler. Als eigenwilligster aller Künstler wird Cézanne also von den Kritikern abgelehnt und noch geringer geschätzt als die Impressionisten, die ihm jedoch ihrerseits Anerkennung zollen. Cézanne ist ähnlich wie viele Heilige eine sonderbare, widersprüchliche Gestalt. Diejenigen, die ihm nahestehen, halten ihn, wie sein Jugendfreund Zola, für einen Fanatiker. Doch sie verstehen ihn entweder nicht oder machen sich über seine bäuerliche Schlichtheit lustig.
Die Abkapselung in der Abgeschiedenheit seiner Heimat scheint infolgedessen zur Bestimmung und zum Markenzeichen des Künstlers zu werden, der seinen Weg allein suchen muss. Als die Familie Cézanne bzw. sein Vater Louis Auguste dieses Haus im Jahre 1860 erwarb, begann er damit, den Eingangsbereich mit Wandgemälden der vier Jahreszeiten auszustatten. Auf der einen Seite der Frühling und der Sommer, auf denen hier drüben seltsamerweise der Winter vor dem Herbst folgte. Vielleicht hingen der Sommer und der Winter nebeneinander, weil dies die beiden extremen Jahreszeiten sind. Er hat den Gestalten auf diesen vier Gemälden offenbar die Züge seiner beiden Schwestern Rose und Marie verliehen. Die Bilder tragen die ingrate Signatur Ingres und die Jahreszahl 1811. Dies muss nicht unbedingt boshaft gemeint sein. Ich weiß nicht, ob er sich für den Maler Ingres begeisterte. Jedenfalls diente ihm dieser Raum 10 oder sogar fast 20 Jahre lang als Atelier, bis nach 1880 das Dach instand gesetzt wurde und er sich einen Raum im Dachgeschoss einrichten konnte. Für ein Künstleratelier war der Raum eigentlich winzig. Heute ist von der damaligen Atmosphäre nicht viel geblieben, weil er später als Gästezimmer genutzt wurde. Cézannes Gegenwart ist hier jedenfalls nicht mehr spürbar. Leider. Der Teich des Jas de Buffon im Winter, noch dazu zur selben Jahreszeit. Passt genau. Dieses Motiv war nicht besonders schwer zu finden, jedenfalls viel leichter als die anderen. Der Hügel gegenüber wurde abgetragen und durch ein Gebäude ersetzt. Und